Hallo, willkommen, Freunde der Gartenbahn. Willkommen zurück hier bei der Gartenbahner, die Serie. Es geht weiter mit unserem Umbau des Vorgartens. Wir bauen dort eine neue Straßenbahnstrecke. Und wie wir das machen, das seht ihr jetzt. Im Teil 1 haben wir die alten Gleise und die alten Betonsegmente, die nicht mehr benötigt werden, entfernt oder umgesetzt. In dieser Folge, in Teil 2, werden wir den Brückenübergang und die ersten Arkadenwände setzen. Also Handschuhe und alte Kleidung an, los geht's! Nun sind wir bei der neuen Unterführung angekommen. Auch hier wird jetzt die Erde entfernt, damit wir auch hier die Gleise verlegen können. Ihr seht es schon im Hintergrund. Als nächstes kommt die Feingestaltung dran mit unseren Arkadenwänden. Hier habe ich jetzt schon zwei platziert. Das ist unsere Stützmauer. Ich denke mal, ich werde die hier so ranmachen. Mal schauen. Auf
alle Fälle habe ich jetzt gerade noch mal einmal Beton angerührt. Ich setze jetzt hier hinten noch mal eine weitere Mauer und dann geht es los mit der Feingestaltung. Natürlich habe ich auch im Zuge dieser Bauarbeiten ein neues Abstellgleis eingeplant.
Und nun werden auch noch die letzten Betonsegmente der Straßenbahnstrecke verlegt. Und was wir natürlich auch gleich machen, wir setzen oder pflanzen neues Grün. Und was eignet sich dann natürlich am besten für eine Gartenbahnanlage? Die kleinen Buchsbäumchen. Und das war es auch schon wieder mit Folge 2 Umgestaltung unseres Vorgartens. In der nächsten Folge beenden wir die Gleisbauarbeiten und wir testen mit unserer Kirnitzschtal-Straßenbahn. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo und ein Like da. Na dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.